Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Legion, der nachtgeborene Krieger. Wir sind in den Sümpfen des Elends unterwegs, haben uns letztes Mal ein bisschen über PCs unterhalten. Ja, das ist immer so ein Problem, ne? Wenn man von vorne anfängt und das irgendwie runterbrabbelt, dann weiß man nie so genau, wo man am Ende landet. Ist leider einfach so. Von daher, wenn irgendwas in der letzten Episode falsch gewesen ist, mehr culpa, ja, kann passieren. Sagt mir dann einfach mal Bescheid und ihr könnt mich in den Kommentaren auch gerne immer korrigieren, wenn irgendwas falsch ist. Das passiert einfach mal, ne? Ich glaube aber, ich habe nicht das Gefühl, dass was falsch war, von daher alles tutti. Den Flugpunkt hatte ich übrigens nicht. Ach komm, wirklich ein Fisch? Hier ist ein fucking Fisch drin? Was soll denn das? Kann doch nicht mehr weit genug springen dafür. Er springt einfach vor allen Dingen nach unten durch das Wasser durch. Das ist ja geil. Das ist ja einfach mal mega. Ja, von daher, wir sind in Legion immer noch, wie gesagt. Wird umgestellt ab BFA. Ich werde ein bisschen was im Vorfeld aufnehmen müssen. Es wird am Dienstag, wenn das Ding rauskommt, von 0 Uhr mindestens einen Stream geben. Ich hatte überlegt, vielleicht mit dem guten Brotwerfer, ne, ihr kennt ihn aus den Hots-Videos, oder wenn ihr mal beim Stream dabei gewesen seid, ist er häufig auch mit dabei gewesen. Mit dem will ich zusammen streamen bis morgens, ich weiß nicht wie lange. Letztes Mal ging es bis 8. Ich hoffe mal, dass wir 8 wieder schaffen. Und ich denke mal, ich werde auch dann ein bisschen vor 12 anfangen zu streamen. Wir spielen dann vielleicht einfach ein bisschen Hots und kommen dann so langsam eben in BFA-Stimmung rein, bis wir uns dann, ich denke mal so halb 12 oder so, würde ich dann umloggen auf WoW. Spätestens oder um 11:45. Einfach nur, um das zu machen. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt sonst nicht, was ich noch sagen sollte. Das ist so meine momentane Planung für den Release. Einfach durchstreamen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich da machen möchte. Ich gehe, also momentan sieht es für mich so aus, dass ich ohne Kriegsmodus spielen möchte. Zumindest so die erste Levelphase, weil ich es einfach genießen möchte. Ja, ich möchte einfach das neue Addon sehen und auch so viel wie möglich davon sehen, ohne halt dann auf Maximalstufe zu sein. So einen großen Vorteil kriegt man ja eh nicht, auf Maximalstufe zu sein, dann vielleicht ein paar bessere Items aus den Zonen, aber ich denke einfach mal, insgesamt wird es einfach nicht so viel Unterschied machen, ob ich das jetzt dann vorher schon kriege oder halt eben erst später. Oh, ich habe auch so das Ding gezündet, das wollte ich gar nicht. Also Gear generell ist halt Wumpe, ob ich das vorher kriege beim Leveln, wenn ich fertig bin mit Leveln durch Weltquests oder so. Also da mache ich mir echt nicht so Gedanken drüber. Gear kriegt man eigentlich immer irgendwo her. Von daher, ich denke mal nicht, dass das ein Problem wird. An sich möchte ich dann natürlich auf 110 umspecken auf Kriegsmodus, weil ab dann, wenn man eben die Weltquests frei hat, man dann natürlich bessere Belohnungen bekommt, nämlich mehr Azeritmacht, das heißt nicht mehr Artefaktmacht, ich musste kurz überlegen. Und ja, wow, mir fällt gerade einfach volle Möhre ein, ich habe überhaupt nicht über den neuen Kriegsbringer-Teil von Sylvanas geredet. Ich überlege, ob ich da irgendwie eine Impromptu-Lore-Episode jetzt machen soll. Für Sonntag zum Beispiel. Also wenn sie nicht so umfangreich wird wie die letzte. Also wenn das vom Editieren her nicht so das Problem ist. Ich mag es halt ehrlich gesagt ganz gerne, einfach so zu reden über Shit. Ich mag das Skript nicht so gerne. Also bei diesen Büchern, ja, bei den Chronicles brauche ich das Skript, um mich einfach auch ein bisschen dran langhangeln zu können, um nicht irgendwas zu vergessen, weil das halt schon sehr kondensiert ist, was da drin steht. Aber bei sowas wie diesem Warbringer, da hätte ich, glaube ich, echt Bock, nochmal was zu machen zu. Vielleicht mache ich echt gesondert nochmal eine Episode dazu. Mache ich nicht jetzt im Let's Play, einfach. Wäre jetzt sonst meine Idee gewesen, einfach jetzt ein bisschen drüber zu reden, weil das Ding kam ja auch raus und hat die Fangemeinde gespalten.
Das kann man ja zumindest, also so ein bisschen so, weniger inhaltlich, sondern mehr über die, naja, wie sagt man denn dazu? Weniger inhaltlich, sondern mehr über die, keine Ahnung. Ja, den Auslöser oder so, oder die Rezeption, Rezeption heißt das, der Fans zu sprechen. Und wenn ihr den Kriegsbringer-Teil von Sylvanas noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Er ist mittlerweile auch im Spiel. Wenn ihr die Dunkelküste fertig gequestet habt, seht ihr diesen Kriegsbringer-Teil. Finde ich an sich gut. Auf der anderen Seite hätte ich mir lieber ein klassisches Cinematic gewünscht, statt so ein Kriegsbringer-Teil. Das reißt einen dann doch ein bisschen raus aus dem Spiel insgesamt. Weil es ist halt schon, also es sollte halt schon eine Belohnung sein für das Durchspielen dieser Questline. Und das hat sich für mich nicht so angefühlt, muss ich sagen, insgesamt. Weil es halt einfach. Es war halt auch einfach viel zu früh auf YouTube, was auch einfach mit daran liegt, dass die. Ja, die Amerikaner dürfen ja viel früher spielen als wir, ne? Da kam ja alles schon ein paar Stunden früher und dann war halt alles auch hochgeladen. Sogar der deutsche WoW-Account auf Twitter und Facebook hat dann eben das Video geteilt. Das heißt, es gab offizielle Spoiler für Europäer. Von daher bin ich finde es ehrlich gesagt super, dass Blizzard jetzt eher dahin geht und sagt, das Ding kommt einfach weltweit gleichzeitig. Dann ist es halt für die Amis 6 Uhr morgens oder so. Finde ich gut. Und ich hoffe mal, dass sie das bei einem Patch. Naja, gut, beim Patch werden sie wahrscheinlich nicht ähnlich machen können. Einfach aus dem Grund, dass. Naja, die Server müssen ja down sein, ne? Sie müssen ja Wartungsarbeiten. Sie müssen schon während der Wartungsarbeiten machen. Das ist leider dann schon ein bisschen wichtig, weil die Dinger sind ja dann auch mal ein paar Stunden down. Wenn sie das irgendwie in der Hauptverkehrszeit in Anführungszeichen machen würden, würden sich halt auch mega viele beschweren. Aber Battle for Azeroth ist halt nur ein Schalter, finde ich ganz gut, dass sie dann sagen. Wir flippen den Schalter für alle gleichzeitig und passt. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich finde es halt blöd, dass. Also für mich ist es natürlich kein Problem, weil mir ist so ein Spoiler halt vollkommen Wumpe. Ich wollte den Spoiler dann auch einfach sehen. Bei mir war es eher andersrum, dass ich das Ding sehen wollte. So schnell wie möglich. Anstatt dass ich es halt selber spielen muss. Und. Ja. Ich finde es halt blöd für die Leute, die es gerne selber gespielt hätten. Zumal ja dann auch die deutsche Variante eben schon veröffentlicht wurde. Und da wäre es halt schöner gewesen, wenn sie diesen Kriegsbringer-Teil losgelöst von der ganzen Story, die da eben gerade abläuft, in Dunkelküste gemacht hätten. Und da vielleicht einfach ein bisschen auf die Hintergründe oder die momentane Situation von Sylvanas eingegangen wären. Irgendwas in der Richtung, anstatt dass sie da eben die, sag mal, aktuelle Story weiterführen. Und ich hoffe, das ist vage genug, dass es kein Spoiler ist für euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Von daher, meine Meinung zu dem Ding habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Die war nicht gut insgesamt. Also nicht, weil das Ding scheiße ist oder so. Ne? Es ist großartig gemacht. Es ist Blizzard. Hallo? Wann haben die mal was, irgendwie einen Trailer oder sowas rausgehauen, der nicht großartig war? Wahrscheinlich noch nie. Ich kann mir zumindest nicht überlegen, also mir fällt gerade nicht ein, wann es das letzte Mal gewesen ist, dass ich einen schlechten Blizzard-Trailer gesehen hätte. Also schlecht gemachten Blizzard-Trailer. Die haben halt schon, die haben schon Bums hinter ihrem, ja, hinter ihren Trailern und hinter ihren Videos und so weiter. Von daher, da will ich denen auch gar nicht, will ich auch gar nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, nee. Mir hat die Story-Direktion insgesamt nicht so gefallen. Das wirkte für mich alles ein bisschen I must get closer. merkwürdig. Aber ich denke mal, wir machen. Also, ich versuche eine Lore-Episode fertig zu machen für euch. Ich versuche nochmal meine Meinungen und meine Gedanken so ein bisschen zu sammeln, um die in eine Videoform zu bringen. Und dann schauen wir mal, ob das für Sonntag was wird. Und ich hoffe es ehrlich gesagt. Es war gerade echt eine vollkommen spontane Idee. Also, ich muss gerade mal kurz überlegen. Ja, wenn ihr das Video seht, ist sie entweder gelaufen oder noch nicht gelaufen. Von daher, mal schauen. Ich versuche ja auch momentan eher so ein bisschen BFA-Stuff zu machen, um so ein bisschen auch in das Addon reinzuführen. Ich könnte auch nochmal eine Episode gesondert über die Sandalari machen und sowas. Wäre auch eine gute Idee. Aber ich will halt auch nicht so sehr brechen mit meinem
mit meinem Chronicles-Format, weil die will ich ja auch alle besprechen insgesamt. Und die habe ich durch, die nummeriere ich einfach durch, glaube ich, um da so ein bisschen Nummerierung drin zu haben, um dann halt quasi die Lore von vorne bis hinten so ein bisschen ja, aufgedröselt zu haben, ne? Nicht, dass dann irgendwann zwischendurch was anderes steht. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, aber ich möchte momentan einfach auch gerne was über Battle for Azeroth erzählen. Nicht nur über das Addon, irgendwelche technischen Sachen, ne, von wegen, keine Ahnung, DKs machen jetzt 5% mehr Schaden oder irgendwelche Hotfix-Sachen oder wie sich Klassen verändert haben. Das interessiert mich persönlich nicht so sehr. Zumal ich bin mit meinem Druiden eigentlich relativ glücklich, ne? Auch wenn es jetzt ein bisschen schade ist, dass ich meine Artefaktwaffe abgeben muss. Ich mochte die eigentlich ganz gerne. Die war ganz cool. Ich fand's halt, wie gesagt, ich find's halt insgesamt immer ein bisschen schade, was so alles zurückgelassen wird, ne? Auch den Magierturm hätte ich unheimlich gerne noch mit anderen Charakteren gemacht, aber hab dann letztendlich auch keine Zeit mehr für gehabt. Muss man auch einfach sagen, da ist ein Monat, wäre schon gut gewesen. Die 2, 3 Wochen, die sie uns gegeben haben, war schon ein bisschen eng. Der Pre-Patch, fand ich, kam relativ zeitig, das war okay. Sie wollten eben noch gucken, dass sie Probleme mit dem Pre-Patch beseitigen und es gab jede Menge Probleme. Also so viele Probleme habe ich schon länger nicht mehr erlebt mit WoW. Das letzte Mal zum Start von Walls of Draenor, aber da waren einfach die Server belastet. Das würde ich jetzt nicht unbedingt Blizzards Inkompetenz vorhalten oder so. Ja, also das ist nicht, dass die einfach, keine Ahnung, Scheiße geplant haben oder sowas. Ich glaube einfach, die haben wirklich, wirklich nicht mit so einem großen Ansturm gerechnet. Und ja, von daher sehe ich denen das halt auch einfach nach. Server-Sachen, das passiert einfach. Man kann nicht hundertprozentig alles vorher wissen. Auch mit Bugs und sowas, dass jetzt im Pre-Patch noch so viel verbuggt ist. Das passiert. Ja, und das ist nicht so, dass jetzt jede Quest getestet worden ist von Blizzard eingehend. Oder auf dem PTR und so, zumal man auf dem PTR ja auch keine Level 1 Charaktere anscheinend erstellen kann. Und wer levelt denn dann nochmal komplett nur auf dem PTR zum Testen? Also zumindest kein Benutzer, ja, niemand, der jetzt hier Spaß am Spiel haben möchte, macht das, weil der Fortschritt wird ja eh gelöscht. Von daher kann ich denen halt auch nachsehen, dass verschiedene Quests und verschiedene Mobs einfach verbuggt sind, dass der Schaden nicht stimmt, dass es zu lang dauert. Das kann ich ihnen einfach nachsehen. Das passiert. Ja, jetzt, meine, ich finde es scheiße, weil ich gerne level, aber es ist halt einfach so. Und das hätte Blizzards Quality Assurance Team hätte das finden müssen. Muss ich einfach sagen, das hätte rauskommen sollen. Ja, es ist jetzt halt nicht rausgekommen. Ne? Kind ist in den Brunnen gefallen, ist nicht so schlimm, holen wir halt wieder raus. Ja, passt schon, ne? Passt halt einfach schon. Von daher, oh, falsches Haus. Von daher, wie gesagt, ich sehe es ihnen nach, es passiert und gut. Aber ich hoffe, dass der BFA-Teil dann wenigstens ordentlich funktioniert. Der ist ja auch durch mehrere Stadien von Alpha und Beta gelaufen, von daher passt das auch ganz gut. Ne? Das müsste getestet sein, da dürfte eigentlich dann kein großer Fehler mehr drin sein. Sie könnten die Performance von WoW noch ein bisschen anpassen, dass es eben insgesamt performanter wird. Ich meine, auf meinem Desktop-Rechner, den ihr gerade seht, macht mir das halt auch keine Probleme. Nee, überhaupt nichts, aber ich habe halt auch über 1.000 € für diesen Rechner ausgegeben. Und jemand, der halt jetzt nur halb so viel ausgegeben hat, sieht vielleicht ein bisschen eher in die Röhre, je nachdem, was für Teile da eben drin stecken, ne? Wo man halt mehr ja, sein Augenmerk drauf legt. Und je nachdem, was man halt bevorzugt, ob man lieber eine große, in Anführungszeichen, Grafikkarte bevorzugt oder ob man halt eher lieber einen Prozessor bevorzugt, der besser ist. Da kommen halt viele Sachen einfach zusammen und vieles, ja, spielt auch mit rein, was man vielleicht erstmal gar nicht so sieht. Von daher, ich bin mit dem Rechner, den ich jetzt hier stehen habe, eigentlich glücklich. Ich habe mir überlegt, statt einer GTX 1080 hätte ich halt gleich die 1080 Ti kaufen können. Ne, für 300 € oder so mehr wäre ich bestimmt ein bisschen glücklicher geworden insgesamt, aber ich bin zufrieden und der Rechner braucht bestimmt für die nächsten 2 Jahre wieder keine Aufwertung. Also von der CPU auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, mit der Grafikkarte bin ich auch noch ziemlich zufrieden.
Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Nvidia hat neue Grafikkarten angekündigt. Die 1100 irgendwas Reihe. Die ist aber, glaube ich, immer noch auf Pascal. Also auf ihrer aktuellen Technologie. Die heißt Pascal. Weiß auch nicht, warum man die Pascal nennt, aber okay. Und die wird halt dann schnelleren, besseren Grafikspeicher eben mitbringen. Und dadurch halt vielleicht mehr Punkten oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht. Es sind bis jetzt nur Gerüchte. Offiziell angekündigt ist noch nichts. Von daher ist momentan, ist glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um Grafikkarten zu kaufen, weil Nvidia hat eben deutlich mehr Grafikkarten produziert, als der Markt eben benötigt hätte. Und auf denen sitzen sie momentan. Die wollen sie natürlich auch loswerden. Ergo, wird es Dann wahrscheinlich muss passieren, Geld dass größer. bald die Grafikkartenpreise, oder sie, vielleicht sind sie auch schon wieder gepurzelt, ne? Diese astronomischen Höhen, die sie mal hatten, die sind mittlerweile Eigentümer eigentlich nicht Kapital. mehr so wirklich da. Von daher, wenn ihr aufrüsten wollt, auch zu BFA, kann ich euch empfehlen, eine gute Grafikkarte zu nehmen. Sie muss für WoW, also wenn ihr nur WoW spielen wollt, auch nicht allzu gut sein. Ne? Also WoW auf Ultra, also auf 10, ja, das heißt ja nicht mehr Ultra, sieht ähnlich aus wie WoW auf 7 oder 5 oder sowas. Also da ist nicht so viel Unterschied drin. Von daher könnt ihr auch eine Grafikkarte nehmen, die vielleicht ein bisschen schwächer ist als eine 1080, die ich jetzt habe. Okay. Mein gut, die Grafikkarte hat mich 500 € gekostet, von daher kann man eigentlich auch erwarten, dass die gut ist. Oh, ich kann sie doch mitnehmen. Warum hat er mir das eben nicht angezeigt? Strange. Prozessor sollte halt ein bisschen was können. Und da würde ich an eurer Stelle eher momentan auf eine Intel-CPU setzen. Die Ryzen-Prozessoren sind auch echt nicht schlecht. Ich will auch gar nicht sagen, AMD ist kacke oder so. Wenn ihr AMD-Fans seid, kauft AMD. Gott bewahre. Es ist halt einfach so, WoW ist, wie gesagt, nicht auf Parallelisierung ausgelegt. Und Intel-Chips haben da immer noch ein bisschen die Nase vorne. Nicht viel mehr, aber ein bisschen. Wenn ihr halt mehr sowas wie Streaming oder sowas machen wollt, dann kann ich euch empfehlen, auf den Ryzen-Prozessor zu gehen, weil der ist auch sehr gut im Video und Stream encodieren und dekodieren. Von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, mehr was mit YouTube, vielleicht nicht unbedingt zu machen, aber generell mit Twitch zum Beispiel zu streamen, oder YouTube kann man mittlerweile auch streamen, das vergesse ich ab und zu mal, dann kann ich euch so einen Ryzen-Prozessor eigentlich, ja, empfehlen, was ich so bis jetzt von den Testberichten da gelesen habe. Ansonsten, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr in euren Rechner reinsetzen wollt oder sollt oder könnt, guckt euch einfach Testberichte an. Wichtig, für mich wichtig, sagen wir es mal so, ist, dass das Ding halbwegs fix läuft, also mir gute Bilder pro Sekunde liefert, aber das ist halt einfach nicht alles, denn man möchte ja natürlich auch ein gutes Spielerlebnis haben. Und da kommt es wieder darauf an, was ihr unter einem guten Spielerlebnis versteht. Für mich ist es einfach, dass das Ding auch einfach nicht so laut ist wie ein scheiß Föhn neben meinem Ohr, so wie das die letzte AMD-Karte eben dann gewesen ist. Das ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Die hat mein Bruder momentan im Rechner, die macht immer noch Zicken. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwie, ob ich da irgendwas gegen tun kann. Und meine jetzige ist halt einfach flüsterleise. Ja, ich weiß nicht mal, ob die Lüfter gerade an sind. Ich habe einen Ventilator gerade an. Der ist einfach lauter als meine Grafikkarte unter Last. Von daher, es ist einfach schon. Lautstärke ist einfach ein Punkt, den ihr berücksichtigen solltet. Auch bei Festplatten und sowas. Ich würde euch auch SSDs empfehlen mittlerweile. Es gibt diese Thumb-Drives, diese M2-Platten. Die sind nochmal einen Tacken schneller. Die sind aber nicht so der Mega-Burner. Also, die sind großartig natürlich, aber verglichen mit einer normalen SSD sind sie jetzt besser, aber nicht so viel besser, dass man sie unbedingt braucht. Also eine SSD würde ich mittlerweile empfehlen für jeden, auch für Nicht-Gamer. Einfach nur, der PC startet einfach innerhalb von, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden oder so, verglichen mit einer HDD. Empfehle ich euch einfach eine SSD. Wenn es in euer Budget reinpasst, nehmt die mit. So. Ja, jetzt bin ich schon wieder im PC-Talk abgetaucht, aber ich will jetzt auch fertig machen.
Ansonsten empfehle ich euch momentan DDR4-Speicher. DDR5 wird bald kommen, aber wird dann wahrscheinlich ziemlich teuer sein. Kauft euch mindestens 8 GB RAM. Und ja, mindestens heißt, wenn geht, wenn es in eurem Budget drin ist, geht nochmal ein bisschen höher, geht auf die 16 GB, es lohnt sich. Versucht nicht 12 GB zu machen oder sowas, nehmt wirklich lieber die 16 GB RAM und dann läuft das. Mehr als 16 braucht ihr nicht unbedingt, also 32 GB ist zwar eine ganz schöne Sache, aber ist echt bei weitem nicht notwendig. Man kann natürlich auch 32 GB reinsetzen, warum nicht, ne? Also so ist. Was? Ey, ist das euer Ernst? Was sollte denn das jetzt? Warum hat mich denn die Kanone in die falsche Richtung geworfen? Ich meine, es ist ein bisschen lustig, aber. Was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Mitten in die Erschöpfzone rein. Wunderbar. Ich glaube, Blizzard, ich habe hier einen Bug gefunden, aber. Also, es ist Mail, das kann ich eh nichts mitmachen. Kann das alles mal wegschicken, glaube ich, mittlerweile. Ah ja, das ist dieses Anzahl-Zeug, das brauche ich mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. 180er Gearscore. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen, ist aber nicht so notwendig. Ja, jetzt kann ich halt den Weg trotzdem wieder laufen. Trotz der Kanone, keine Ahnung. Vielleicht habe ich in die falsche Richtung geguckt. Irgendwas in der Richtung wird es schon gewesen sein. Ja, von daher spart einfach bitte nicht an eurem Mainboard und an der CPU und an der GPU. Das sind so die drei Sachen, da sollte man nicht unbedingt sparen. CPU würde ich sagen, könnt ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben als für die GPU, wenn ihr unbedingt, also wenn ihr nur WoW spielen wollt. Bei anderen Spielen könnt ihr es ungefähr für 50-50, würde ich sagen. Passt. Ja. CPU-Bottlenecking ist auch nicht mehr so, dass es jetzt irgendwie mega viel wäre. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass eure CPU zu langsam ist und die Grafikkarte dann bottleneckt. Also, dass die Grafikkarte euren. Dass der CPU euren PC ordentlich verlangsamt. Das macht vielleicht 5 bis 10 FPS aus. Ist jetzt nicht so barbarisch, wenn es hochkommt. Von daher macht euch da nicht so Gedanken drum. Und lest Testberichte. Das ist wirklich das Wichtigste. Also, es geht nicht darum, euch irgendwie ein spezielles Modell von irgendwas aufzuschwatzen. Das will ich ja auch gar nicht machen. Ich wollte einfach nur einen groben Überblick drüber geben, was ihr vielleicht für einen PC, für WoW oder auch für Streamen bzw. Video-Encoding braucht. Und da ist halt wirklich ganz klar zu sagen, es gibt keine allgemeingültige Empfehlung. Lest euch Testberichte durch, schaut, was die Experten im Internet sagen. Da kann ich euch sowas wie heise.de oder so empfehlen. Da könnt ihr mal nachlesen. Und schaut euch auch einfach an, was die Gerüchteküche sagt. Das ist auch eine Sache. Kommen da jetzt neue Grafikkarten zum Beispiel raus? Nächsten Monat zum Beispiel. Ja? Wäre ja möglich, dass nächsten Monat einfach neue Grafikkarten kommen. Und dann würde ich euch auch empfehlen, einfach zu warten noch, bis die Grafikkarten da sind und dann halt eine Entscheidung zu treffen. Habe ich auch so gemacht bei diesem Rechner. Das war kurz bevor eben die Vega-Grafikkarten draußen waren, bevor die rausgekommen sind, habe ich mir eben überlegt, ich möchte gerne diese Grafikkarte nicht mehr, ich möchte eine andere Grafikkarte haben. Und ja, dadurch bin ich dann halt einfach darauf gekommen und habe gesagt, hey, ich warte jetzt einfach mal. Die Testberichte für Vega, die frühen sahen halt schon recht gut aus. Ich gucke mir erstmal an, wie das Ding ist, wenn es rauskommt. Und dann warte ich nochmal so ein, zwei Monate, bis die Preise halt auch wieder adäquat sind und dann vergleiche ich. Und ich habe verglichen, ich habe verglichen und für das, was ich haben wollte, war eben die GTX 1080 die beste Wahl. Ja, natürlich die GTX 1080 Ti wäre natürlich eine noch bessere Wahl gewesen, aber sag mal, für das, was ich mit dem Rechner machen wollte, hat mir die 1080 einfach gereicht. Und da muss man halt auch einfach sehen, wie lange will ich diesen Rechner haben. Ja, wenn ich mir alle 2 Jahre einen neuen Rechner kaufe, dann lohnt es sich nicht, 1.000 € für einen Rechner auszugeben. Aber wenn ich jetzt sage, ich will den Rechner vielleicht 5 Jahre oder so behalten, dann lohnt es sich einfach auch ein bisschen mehr auszugeben, ein bisschen mehr in die Teile zu investieren und passt. Ne? Ich bin ja schon wieder voll über der Zeit. Wir hatten ja irgendwie die vorletzte Episode war ja so kurz. Ich habe jetzt zweimal voll überzogen mit meinen Themen.
Gebieten, von daher, ich würde sagen, nächste Folge mache ich nicht mehr überziehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.